Bild.de präsentiert Stand-Up-Comedian und Parodist Matze Knob in Knobs Kultliga. Ja, hallo Bild.nl. Wir haben am Wochenende gegen Hamburg gewonnen, weil ich den Vertrag bis Sommer erfüllen durfte. Aber ich muss dafür bei Uli Hoeneß hier in der Fabrik das Fleisch sortieren. Das ist, Moment, Schweinsteiger hier. Das ist Bedingung, für dass ich bleiben konnte. Ja, sicherlich. Ja, da habe ich es natürlich viel besser als unser fliegender Holländer. Ja. Ich mache meinen Angelsport. Ich angel mir einen neuen Trainer. Ja, ja, hallo. Bild.de, ich bin Michael Ballack, ich bin der Capitano und ja. Ich freue mich natürlich besonders über den Sieg von Köln gegen 96. Ja. 4-0, Mann des Spiels Podolski, mein Lieblingsspieler. Ich habe mir nach dem Spiel habe ich zu ihm gesagt, Polti, sag einmal das Alphabet rückwärts auf. Hat er sich umgedreht. Ja, ja klar, größte Überraschung ist für mich natürlich Schalke. Durch Charles Diaz, den kennt doch mal gar keiner mehr und der kann auch gar keinen Fußball spielen. Jetzt bin ich gespannt, was mit dem Magath passiert. Also ganz ehrlich, für mich steht der seit dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt eindeutig auf der Skippe. Auf der Kippe. Ja, ja klar, Dortmund verliert 0-1 gegen Hoffenheim und wer hat Bayern gespielt? 6-0 gegen Hamburg. Und wer hat den zweiten Satz gewonnen? Ja, wir haben gewonnen gegen den HSV, haben wir mit Ach und Krach. Ja. Oder wie die Hamburger nur sagen, Fee, Fee, wenn ich auf das Ende sehe. Ja. Matze Knob, sein erstes Buch, Wer ich bin und das sind viele. Dieter, Niki, der Kaiser, Lady Gaga oder Cristiano Ronaldo. Matze Knob verrät, was wirklich hinter den Lichtgestalten steckt. Wer ich bin und das sind viele. Das erste Buch von Matze Knob, ab jetzt im Handel. Mehr Rat kann man nicht geben.